Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Leisure Suit Larry. Wet Dreams Don't Dry. Und ich habe mich immer noch nicht bei dieser Eröffnung versprochen. Ich bin stolz auf mich. Trotz leichtem Zungenbrecher hier. Okay, wir haben die Aufgabe, hier eine Schwulenhochzeit hinzukriegen. Und haben den brandheißen Tipp gekriegt, nachdem wir jetzt hier diesen schicken Hochzeitsbogen dekoriert haben, dass eigentlich unser guter Freund Tuck oder unsere gute Freundin Tuck aus dem Gefängnis diejenige ist, mit der wir reden. Ein Unter kann nur auf... Ja, ja, leck mich doch. Oh. Ich hasse diese Mechanik. Ich möchte mich bewegen hier. Okay, lass mal eben hier lang. Und dann rufen wir jetzt ein Unter. Dafür müssen wir jetzt wieder hier in Lefty's Bar. Wobei... Ich werde mal probieren, ob ich hier diese lustige Batterie da reinkriege. Weil das sieht so aus, als es müsste hier eine Batterie rein. Das passt perfekt in die Aussparung. Okay. Wow. Okay. Schon wieder so ein merkwürdiges Erdbeben. Okay. Ich weiß, das ist kein einfacher... Egal. Ich finde das lustig. So, was war das denn für ein Erdbeben vorhin? Hat sich glatt so angehört, als käme es direkt von unter der Straße. Keine Ahnung, wovon du redest. War schon wieder ein Erdbeben? Meine prächtigste Jagdtrophäe hat es jedenfalls nicht überlebt. Oh, der Elch ist runtergekommen. Oje. Ja, der sah auch schon mal schöner aus. Jetzt bin ich mir sicher, dass er tot ist. Ich nehme das. Verlass nie das Haus ohne einen Elchkopf. Okay, nicht, dass man ihn bräuchte, aber wahrscheinlich für irgendwas Perverses braucht man ihn schon. So, aber wir gehen jetzt erstmal zu Tuck und fragen sie, ob das mit der Priester-Sache irgendwie so läuft. Warte mal. Bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt. Hallo, Tuck. Bist du die Priesterin von der Hochzeitskapelle am Pier 69? Wer sonst, mein Lieber, wer sonst? Ich bin Trauzeuge und soll jemanden finden, der eine Ehezeremonie vollführen kann. Das klingt nach einem Job für Tuck R. Dale, Queen der Herzen, Rächerin der Erbenden und Drag-Ikone. Okay. Ich brauche etwas Zeit, um alles vorzubereiten und mich von meinem Daddy zu verabschieden. Bitte geh einfach! Ihn nehmen Abschiede immer sehr mit, wie du siehst. Wirklich? Geh einfach! Tu mir einen Gefallen. Bereite schon mal meinen Altar am Pier vor. Hier sind die Schlüssel. Du musst nur das Buch der Liebe und die Kerzen hinstellen. Und Schätzchen, bitte die Kerzen auch anzünden. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe. Ach, der alte Hochzeitsbogen könnte noch etwas aufgepeppt werden. Ha, das haben wir schon gemacht. Vielleicht mit Blumen. Willst du gar nicht wissen, wer heiratet? Schätzchen, ich bin von Kopf bis Fuß Entertainer. Ich improvisiere. Immer. Sobald das Hochzeitspaar bereit ist, treffen wir uns dort. Okay, coole Sache. Ah, gut, dann schaue ich mal, dass ich das hier schön vorbereitet kriege. Das ist ja schön, dass wir ein bisschen romantisch sein dürfen. Auch wenn es eine sehr kranke Form von Romantik ist. Ich weiß nicht, ob man seinen Ex-Freund dadurch wieder zurückgewinnt, indem man sagt, okay, lass mal eben kurz heiraten, aber hey, was soll's. Kriegen wir schon hin. Oh. Also, wir haben jetzt hier einen Schlüssel gekriegt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und mit dem können wir dann hier so ein bisschen rumfuhrwerken. So, gucken wir doch mal. Hier ist der Schlüssel. Altarschlüssel, sieht doch gut aus. Mal schauen, was da drin ist. Okay, so wie Tuck gesagt hat. Das Buch der Liebe, Kerzen und eine komische Fernbedienung, die aussieht wie ein Bär. Oh oh. Die ist bestimmt für den gruseligen Animatronikbären, der die Hochzeitsmusik spielt. Typisch Tuck. Ja, schon so ein bisschen. So, also das Buch der Liebe muss hier auf dem Buchständer. Check. Das Buch der Liebe ist am richtigen Platz. Okay, Kerzen. Jetzt nur noch anzünden. Okay, ich muss sie also mit irgendwas anzünden. Komm, hier drauf. Jetzt nur noch anzünden. Habe ich überhaupt irgendwas zum Anzünden?
Ach ja, warte mal. Hier, Streichholzschachtel. Haha. Das ist doch gut. Das Jack, die Kerzen sind jetzt an. Super. Dann kann ich jetzt die Bären anschalten. Erst während der Hochzeit. Okay, dann brauche ich jetzt ein Hochzeitspaar. Muss ich mal sagen. Ich muss die Jungs erstmal finden. Und ihnen sagen, dass ich alles fertig habe. Oh Mann. Nein, ich will das jetzt nicht hier. Mann. So, erstmal hier hin. Du möchtest doch bestimmt heiraten. Was war mit dem Geschenk passiert? Ach, das... Das Geschenk war... Ja, ich wollte... Aber du weißt ja, wie er sein kann. Ihr habt beide einen Lieblingschampagner? Ja, Dom Pérignon. Die Hausmarke vom Hell's Pawn. Diese Sorte hat uns beide so richtig aufgegeilt. Too much information. Bis später. Aber ich glaube, ich muss ihm noch... Ich muss ihm noch irgendwie einen Ring geben. Ja, warte mal. Nein, nicht hier rein. Hier wollt man hin. So, es ist alles vorbereitet. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. So. Gehen wir mal hier lang. Guck mal, ich habe hier noch einen Ring. Das ist keine gute Idee. Worauf wartest du noch, Larry? Hast du den Priester gefunden und ist er bereit für die Hochzeit? Alles erledigt. Hast du auch schon den Ring für Dick besorgt? Und die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühlgestellt? Für die Hochzeit ist alles vorbereitet. Danke. Dann fehlt jetzt nur noch der zweite Bräutigam. Kannst du Dick vielleicht irgendwie dazu bringen, mit dir zum Pier zu kommen? Ich warte dort auf euch. Ich lass mir was einfallen. Okay. Sag mir Bescheid, wenn alles bereit ist. Okay. Dann gehen wir doch mal und reden jetzt mit Dick. Eieiei. Bleiben Sie fit im Schritt. Und sonst auch. Den Typen finde ich so fertig. So, du möchtest heiraten. Ganz bestimmt. Komm, wir gehen mal ans Pier. Warum sollte ich das tun? Schauen wir uns an, wie die Möwen auf die Leute kacken. Ach, warum nicht? Dann komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Haha. Ich krieg euch. Ich krieg euch verheiratet. Was ist hier los? Es ist Zeit für eine Hochzeit, meine Süßen. Hochzeit? Lance? Larry, war das deine Idee? Das war alles Lans Idee. Ich habe nur ein bisschen geschmückt. Larry hat mir sehr geholfen, aber es war meine Entscheidung, das zu tun. Ich möchte mit dir zusammen sein, Dick. Ich weiß das jetzt. Das möchte ich auch, Lance. Es ist mir egal, was andere Leute denken. Psst, die Musik, Larry. Ja, genau. Okay, machen wir den Bären an. Liebe Liebenden, wir haben uns hier versammelt, weil es nichts Schöneres gibt als dieses Outfit. Sehe ich nicht umwerfend aus? Und natürlich, wenn sich zwei einsame Herzen gefunden haben, um zu einem großen Herzen zu werden. Daher frage ich dich, wie ist dein Name, Hübscher? Lance Straightman. Ja, schon gut. Und auch dich. Kleiner, dein Name? Richard Ryder. Natürlich. Also, wollt ihr zwei Zuckermäulchen den regenbogenbunten Bund der Ehe eingehen? Ja, ich will. Ja, ich will. Mehr als alles andere. Ach, herrje. Auf Hochzeiten muss ich immer flennen wie ein Promi, dessen Cloud gehackt wurde. Ruhe! Hat außer ihr sonst noch wer geredet? Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Bay. Hast du die Ringe, Larry? Ja, ich hab Ringe. Warte mal, Nein, das ist der Ring für Lance. Danke, Larry. So, und jetzt haben wir einen special flutschigen Ehering für Dick. Danke, Larry. Der Ring ist etwas feminin. Ach, der wird dir schon stehen. Und wie meine Göttin schon sagte, wie zur Hölle sollst du jemand anderes lieben, wenn du dich nicht selber liebst? Kriege ich ein Amen, Schwestern? Amen? Möge die Trauung beginnen.
Ach, wie süß. Wir haben die beiden verheiratet. Schlurp. Gleitgel-schlurpig. Ach, klasse. Und Larry steht dran so. Oh, Larry, klasse. Wir sind dir so dankbar. Ja, ohne dich hätten wir... Keine Ursache. Larry Leffer bringt Leute zusammen. Wir haben dir natürlich bei Timber die höchstmögliche Punktzahl gegeben, mein kleiner Amor. Oh, danke. Das hatte ich schon total vergessen. Was habt ihr jetzt vor? Eine kleine Hochzeitsreise. Vielleicht nach Cancun? Klingt passend. Und was wird jetzt aus dir? Zwei der drei heißesten Typen aus New Lost Wages sind nun vergeben. Larry hat schon ein Ziel im Visier, nicht wahr? Oh ja, Faith, hier komme ich. Also Pi, jetzt müsste ich doch ganz nah an den 90 Timber-Punkten sein, oder? Dein Punktestand bei Timber ist 31. Oh. Das reicht noch nicht. Ja, da müssen wir noch ein bisschen ackern, glaube ich. Oh, die Story geht weiter. Düstere Verschwörungen. Da. Was ist jetzt mit dem Vorführgerät für die Präsentation los? Ist alles fertig? Das Gerät muss exakt nach den Spezifikationen vorbereitet werden. Ist die Technik dran? Ruhe. Außerdem. Ich muss nachdenken. Ich muss wissen, was los ist, Faith. Die neue Version der P-Software hat noch Fehler. Der Kontakt mit diesem jämmerlichen Wicht hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Wenn wir die Präsentation verschieben müssen, hat das ein böses Nachspiel. Auf keinen Fall. Wir haben es zu lange geplant. Jetzt alles zu verschieben wäre ein Eingeständnis eines Scheiterns. Der Aktienkurs würde einbrechen. Das Vorführgerät muss einfach neu justiert werden. Ich kümmere mich darum. Du hältst dich schön aus allem raus. Fast wären sie hinter unser Geheimnis gekommen. Du weißt, was dann als nächstes passieren würde. Okay. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Ich habe so das vage Gefühl, dass die gute Faith eigentlich diejenige ist, die hier so richtig weiß, wie es läuft. Ja, Larry, ich finde dich gut. Wo habe ich denn jetzt hier neue Vorschläge? Hannah hoch, okay. Nein. 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 Daphne, die sieht ja ziemlich krass aus. Oh Gott. Ja. Sally Slippery. Aha. Nein. Mit dir würde ich gerade ausgehen. Nope. Nein. Ach komm, so schlimm bist du nicht. Manu, Manu. Wenn du mir einen Dickpick schickst, schicke ich eins zurück. Nein. Nope. Nein. Okay, die ist krank. Nein. 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 Okay, die sieht schlimm aus, aber interessant. Fagiana Sisters. Oh Gott, warum nicht? Aber auch wieder eine geile Reminiszenz an Gianna Sisters. Habe keine Kohle für einen Vibrator, da sind wir in Hohn. Okay. Nein. 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 No. Immer. Nein. 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 Ich glaube, mehr kriegen wir jetzt nicht. Oh Mann. Das ist so. Okay, bei ihr müssen wir noch irgendwie landen, aber da habe ich jetzt gerade keine Idee, wie ich das hinkriegen soll. Für sie muss ich richtig. Warte mal. Ihr muss ich beweisen, dass ich irgendwie ein Spiel kriege. Warte mal, vielleicht kommen wir jetzt auch wieder in dieses Labor rein. Beam mich hoch, Scotty. Oh, es funktioniert wieder. Sehr gut. Ich hatte das gesehen, dass da von unten das Licht rauskam, als ich die Powerbank eingeschaltet habe. Die Batterie versorgt Licht und Fahrstuhl wieder mit Strom. Was für Dinge hier unten wohl verborgen sind? Ich sollte mich ein wenig umschauen. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Kettensägenbenzin. Ja, sowas nehmen wir immer mit. Wie immer, falsches Spiel. Okay, gucken wir doch mal, was es hier so gibt. Sicherungskasten. Oh, hier liegt irgendwie ein Toter. Was man damit wohl steuert? Nehmen wir doch mal mit. Können wir bestimmt brauchen. Okay.
Oh Mann, das ist ja... Ja geil, so ein Zauberwürfel und ein Bleistift. Damit kann man sich was hinter die Ohren schreiben. Ja gut, warum nicht? Den kann man bestimmt auch irgendwann mal brauchen. Eieiei. So, was haben wir hier noch Schönes? Kleinkram. Ja, hier muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und gucken, was man so alles benutzt und mitnimmt und so. Oh, warte mal, hier war noch was. Batterien. Ob die noch Ladung haben? Ach, vielleicht braucht man... Hoffentlich bekomme ich keinen Schlag. Wenn ich meine entladen könnte, um dir eine zu verpassen, ich würde es tun. Ach, Pi, jetzt sei nicht immer so schlecht drauf. Okay, hier sind leuchtende Dinge. Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Jalousie? Diese Figur? Computer? Ein Amigo 250. Modernste Computertechnik. Mhm. Kassettenfach. Ghetto Blaster? Okay. Da fehlt der Knopf zum Zurückspulen. Eine Kassette. Okay, was haben wir da für eine Musik eingesammelt? Auf der Kassette steht Code für die Geheimtür. Okay. Hat irgendwer mal geklärt, wie hoch der Bioethanolanteil da drin ist? Boah. Okay, wir haben hier Batterien. Vielleicht kann ich die hier reintun. Na, das ist ja schon mal was. Die passen. Sehr schön. Kann ich die für irgendwas... Besser nicht. Da tut sich nichts. Ich frage mich, ob sich dahinter etwas befindet. Wahrscheinlich schon. Okay. Das Ding kriege ich nicht zurückgespult. Also, warte mal, ich kann die Kassette, warte mal, kann ich die irgendwie anhören? Ghetto Blaster anschalten? Mm, da ist eine Kassette drin, aber die scheint am Ende zu sein. Ah, die ist... Okay, warte mal. Eine Kassette. Da ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man diese Spiele nicht nur gerne früher selbst gespielt hat, sondern auch aus einer Zeit stammt, in der man mit einem Bleistift noch Kassetten zurückgespult hat. Das habe ich nämlich auch öfter gemacht. Jetzt sollte man sie wieder anhören können. Und es funktioniert. Leute, ich liebe euch, ihr seid super, dass ihr so eine Scheiße tatsächlich möglich macht. So sollte es gehen. Okay. Wir haben die Katakomben verriegelt. Das Experiment ist gescheitert. Subjekt Nummer 4 ist unzurechnungsfähig und unkontrollierbar geworden. Es wird davon abgeraten, die Geheimtür jemals wieder zu entriegeln. Sollte es dennoch notwendig werden, muss die Fernbedienung auf den Computer gerichtet und folgender Zahlencode eingegeben werden. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das war sehr seltsam. Okay, machen wir das doch mal. Wir haben hier eine Fernbedienung und wir haben hier einen Computer. Okay, dann wollen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, es hat geklappt. Okay, das sieht jetzt hier irgendwie dahinter ist ja ein aus. Raum. Okay. Treasure Loot Terry Spielmodul. Ja, geil. Ich hatte mich schon gefragt, ein Modul für das Super Megaton. Wo ich das Ding jemals herkriegen soll, aber geil. Alter Schwede, was ist das denn hier irgendwie? Ganz komischer Trophäenraum. Das erinnert mich so ein bisschen an so diese alten Dungeon-Spiele, wo man dann eben sich durch das ganze Dungeon durchgekloppt hat und das beste Loot war immer im geheimen Raum. Oh Mann, sehr geil. Klasse, dass sie so Sachen wirklich drin hatten. Okay, dann weiß ich jetzt auch, welche unsere nächste Dame hier wird. Ich gucke mal eben, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Das Kassettenfach und so, das haben wir alles schon. Gehen wir mal hier hin. So, fahren wir doch mal zu Nari. Denn dann sind wir hoffentlich nerdig genug für sie, wenn wir das Ding jetzt endlich anbringen. Das war genau das Teil, das sie haben wollte.
bin so ein Nerd mit so einer Mega-Credibility. So, gucken wir doch mal. Prune Office. So, Mädel, jetzt spring mich mal an hier. Ich habe hier ein super Spiel für dich. Es ist auch nur ein bisschen angestaubt. So. Treasure Loot Terry. Ein altes Spiel für das Super Megaton. Darin geht es um einen sexsüchtigen Archäologieprofessor, der betrunken nach Schätzen sucht. Okay, das ist doch... Treasure Loot Terry. Ist das okay? Hier, Nari, ich hab was für dich. Du möchtest damit bestimmt gerne spielen. Du hast es wirklich aufgetrieben? Okay, ich gebe es offiziell zu. Du bist nerdiger als ich. Pass auf, ich zeige dir mal was. Okay. Okay, was genau macht sie da? Sexy Dinge. Okay. Um ehrlich zu sein, ich wäre auch so mit dir ins Bett gegangen. Aber hier sind überall Kameras und es ist ziemlich unromantisch. Wir könnten unser Date bei dir fortsetzen. Ich muss noch aufräumen. Dann sag Bescheid, wenn du bereit bist. Lass mich aber nicht zu lange warten. Mist, ich muss unbedingt ein Zimmer auftreiben. Okay, wir müssen das verdammte Bier für Lefty brauen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass ich da drum rumkomme, aber okay. Ah, dieses ungesunde Zeug. Niemand will das trinken. Ach, warte mal. Ach, geh. Hallo, Alter, ich will da rein. Wieso geht das jetzt nicht? So, jetzt. So, Prune Store. Ah, okay. Also, wir müssen uns jetzt echt überlegen. Was wir von dem Zeug, das wir haben, benutzen können. Ich frage mich, ob ich das jetzt dem Lefty geben muss. Oder ob ich das gleich in die Waschmaschine reinkippen muss. Gucken wir doch mal. Das ist jetzt die Brauwaschmaschine. Hier werden die Zutaten für das Barbarenbrot. Okay, also muss ich offensichtlich das Zeug da reintun. Okay, was haben wir hier? Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Okay, Duft. Irgendwie habe ich Angst davor, das jetzt zu tun, aber das ist das Einzige, was mir hier dazu einfällt. Da kommen die Zutaten rein. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Muss ich sie ihm doch geben? Ich fürchte. So, Lefty, komm, lass uns mal reden. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Bis später, Lefty. Aber ich muss sie ihm geben. Also reden geht offensichtlich nicht, dann gebe ich sie ihm einfach mal so hier. Guck etwas mal. Um den Geschmack und Duft des Bieres zu verstärken. Oh ja, das riecht tatsächlich sehr außergewöhnlich. Oh, leck um jo, echt jetzt? Das will. Es ist kein Wunder, dass die Leute Dünnschiss kriegen, wenn sie das Zeug hier trinken. So, Kraftstoff. Glaube ich mal, dass es das Kettensägenbenzin ist. Gucken wir mal. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu beschleunigen. Oh, du hast es zwar sehr wörtlich genommen, aber ich denke, das haut hin. Okay, Kumpel, und jetzt haben wir hier die lustige Knolle. Diese vitalisierende, also wenn die das jetzt nicht ist, dann laufe ich hier schreiend im Kreis. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Ja, das sollte gehen. Danke, Larry. Perfekt. Alle Zutaten sind beisammen. Ich weiß jetzt schon, dass das ein gutes Bier wird. Vielleicht sogar eins, das keinen Ausschlag mitbringt. Und da Aaron ausgezogen ist, kannst du jetzt gerne das Zimmer oben für dich benutzen. Solange ich noch ein paar kleinere Anpassungen am neuen Barbarenbräu vornehmen muss, darfst du auch gern etwas in der Brauerei mixen. Vielleicht noch Bibergeil rein oder Krötensekret. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Das klingt irgendwie super eklig.
Okay, also jetzt holen wir dann das Mädel und verziehen uns in die Bude. Oder muss ich aufräumen? Ach, ich probiere es jetzt erstmal, sie abschleppen. Ich habe jetzt immerhin ein Haus organisiert. Naja, eine Bude jedenfalls. Oh Mann. Irgendwie habe ich ja Vorbehalte, es in diesem Ort zu treiben, aber hey, was soll's. Der gute Larry kam jetzt relativ lange nicht zum Schuss. Wir wollen ihn jetzt nicht ewig warten lassen. Vor allem ist er ein netter Typ, der hilft immer allen anderen. So. Ich habe ein Zimmer, komm mit. Wir könnten unser Date bei dir fortsetzen. Klar, wir können in mein Liebesnest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Larry, ich bin jetzt zu allem bereit, aber nicht zu stinknormalem Sex. Es gibt auch anderen? Nein, wir als Cosplayer müssen etwas Besonderes daraus machen. Ich möchte einen Einhornkopf und einen Einhornschwanz tragen, wenn wir miteinander verschmelzen. Kann ja nicht sein, dass nur du dich verkleidest. Und hier ist es irgendwie ziemlich unromantisch. Wie wäre es mit Disco-Beleuchtung? Du weißt schon, ganz viele kleine Punktlichter. Das würde auch gut zu deinem Outfit passen. Ich schau mal, was ich auftragen muss. Okay. Also Einhornkopf wüsste ich, wo man ihn herkriegt, aber ich weiß nicht, ob ich ihn kriegen kann. Aber hier, Regenbogen-Haarverlängerung. Hier, bitteschön. Das wäre ein super Einhornschwanz. Moment. Aber wie soll ich den an mir festmachen? Oh, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Muss ich den jetzt tatsächlich an meinen... Ja, ich werde es wohl an diesem lustigen Buttplug festmachen müssen. Es wird funktionieren, ich bin mir sicher. Ja. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Diese Schachfigur hat mich schon die ganze Zeit an irgendwas erinnert. Jetzt weiß ich auch an was. Okay. Einhorn, einhorni Schweif an Halsstöpsel. Hier, bitteschön. Viel Spaß, Mädel. Der sieht super aus. Kannst du mir helfen, den anzuziehen? Aber gern doch. Echt jetzt? Echt jetzt? Wirklich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und oh mein Gott. Steht er mir? Nicht nur dir. Fehlt nur noch der Einhornkopf. Oh Gott. Ja. Wir gehen dann mal und holen den Kopf aus dem Sexshop. Oh Gott. Leute. Also. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals tun würde. Echt nicht. Aber gut, was tun wir nicht alles für Larry? So kaputt. Eieiei. Okay, ich hoffe mal, dass sie uns das Ding ausleiht. Es ist ein Notfall, echt jetzt. Aus der Leisure Suit. Oh. Bitte, ich muss mir den Kopf leihen, bitte. Was gibt's? Ich komme später wieder. Okay. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz. Ja, ja. Bitte lass ihn nicht ausleihen. Was gibt's? Ich komme später wieder. Ich sehe rüstiger. Seine Herzfrequenz. Hey, du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Okay. Das ist Mist, weil ohne das Ding kommen wir ja jetzt nicht weiter. Ja, scheiße. Oh, Moment. Warte mal. Lalala. Ich werde ihr einfach den falschen Kopf dahin hängen. Den Elchkopf und den bearbeite ich mit dem Bleichmittel, weil wir haben ja dieses Bleichmittel schon vor einer Weile gefunden. Jetzt ist er weiß. Okay, jetzt brauche ich noch irgendwas, was ich... Den Kopf, den Knochen da. Wie ein Einhorn? Nein, dafür ist der Knochen nicht spitz genug. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Genau, da war doch so ein Spitzer in diesem... Büro hier bei Prune.
Und da werden wir diesen Knochen spitz machen und das machen wir jetzt noch. Ich weiß, die Folge ist jetzt schon fast fast zu Ende von der Länge her, aber das mache ich jetzt noch. Das Mädel liege ich jetzt in dieser Folge noch flach. Das könnt ihr mal sehen hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so kaputt. Das ist so kaputt. Und hier kann ich dann auch endlich die Sachen klauen, die ich brauche. Weil sie ist ja gerade in unserer Bude und wartet darauf, dass wir hier ordentlich Einhornrammeln machen und so. Oh Gott. Okay, hier, Mädel. Zack, an den Computer ran mit dem Zeug. Der Computer ist gesperrt. Wird offenbar über den DNA-Scanner freigegeben. Okay. Gut, dann kommen wir da jetzt erstmal nicht weiter. Aber hier habe ich den fetten Knochen. Aha. Jetzt ist er schön spitz. Okay, super. DNA-Scanner. Meine Gene würden sicher für tolle Kinder sorgen, aber meine DNA entsperrt nicht den Rechner. Erstens, nein. Zweitens, genau. Wir müssen einen Angestellten finden, der die Berechtigung hat und ihm irgendwie seine DNA entnehmen. Naja, wir haben ja jetzt ein Horny-DNA-Dings, ja. So, kombinieren wir das erstmal. Klebt wie von selbst. So, Einhornikopf-Nachbildung. Ich meine, die Olle sieht jetzt nicht mehr sonderlich gut. Insofern hoffe ich einfach mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh Gott. Gehen wir. Gehen wir einfach und schauen wir mal, dass wir den Kopf klauen können. Oh mein Gott. Ist das kaputt. Es ist so kaputt. Ich meine, so macht natürlich dann auch Sinn, dass man eben viele Sachen vorher nicht gefunden hat oder genauer gesagt halt die Sachen ewig mitgeschleppt hat, ohne zu wissen, was man damit machen soll. Aber das macht ja nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ab in den Shop. Dann holen wir uns jetzt den Einhornkopf. Ah. Hoffen wir mal, dass die Olle das nicht merkt, dass ich mir den Einhornkopf geklaut habe. So. Okay. Und jetzt mal ran damit hier. Das könnte funktionieren. Mhm. Sie wird sicher nicht bemerken, dass das ein anderer Kopf ist. Lalala. Ja, der sieht so ein bisschen fertig aus, aber hey, was soll's. Lalala, wir gehen dann mal. Mhm. Ja. Super. Okay, dann geht's mal nach Hause. In die Bude. Und das Mädel flach liegen hier. Oh mein Gott. Unser persönliches Einhorni. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich die nächste Szene sehen möchte. Das ist so kaputt. So Mädel, wir hatten hier schon sehr viel Spaß miteinander. Hier, bitteschön, ich habe hier was für dich. Bitte. Wow, genau so ein Ding wollte ich. Okay. Ich möchte einen Einhornkopf und einen Einhornschwanz tragen, wenn wir miteinander verschmelzen. Mhm. Klappt ja. Kann ja nicht sein, dass nur du dich verkleidest. Und hier ist es irgendwie ziemlich unromantisch. Wie wäre es mit Disco-Beleuchtung? Du weißt schon, ganz viele kleine Punktlichter. Das würde auch gut zu deinem Outfit passen. Ich schau mal, was sich auftreiben lässt. Okay, den Kopf haben wir. Wir haben aber keine Beleuchtung. Ah, ganz viele kleine Punktlichter. Ich habe absolut gerade keine Idee, wie ich das bewerkstelligen soll. Das hatte ich total vergessen. So, warte mal. Ich glaube, das überlasse ich Nari. Ja gut, das kriegst du schon hin. Punktlichter. Okay. Aber das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Ihr Lieben, macht es gut. Ich hoffe, ihr hattet an dieser Folge genauso viel Spaß wie ich. Es sind einfach Dinge, über die man nicht nachdenken möchte. Macht es gut. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.